Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Control. Und ich fühle mich etwas verarscht. Ich dachte so, ja, ich brauche ja für die Dunkelheit da ein portables Licht, ne? Ja, hier ist eins. Und ich war so traurig drüber, dass ich das eine irgendwie verloren habe. Und dachte mir so, toll, wie machst du denn da die Dunkelheit weg? Bla, bli, blub. Tja. Dir das so vorgestellt? Und ich hatte gehofft, dass hier in der Nähe irgendwie dann vielleicht was ist. Und ja. Einen richtigen Schwenker mit der Kamera und schon geht das, ne? So. Die Dunkelheit hier habe ich schon mal weg. Hier ist auch nochmal so ein portables Ding. Okay, das schwebt eh davon, aber gut. Upsi. Ah. Ja, ich habe das ganz vergessen. Ich muss gerade gucken. Karte. Hier kam ich zurück. Okay. Da muss ich hin. Ja. Boah! Boah, ey. Schreck mich doch bitte nicht so. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist auf der anderen Seite. Das war ja auch alles auf der anderen Seite, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. Da müsste ich mal gucken. Und das mit dem Kopierer. Wo der nochmal war. Ach, genau. Das mit Schü ist hier mit dem, mit dem gewandelten Spielautomaten. Wissen Sie, es ist einfach schön, jemanden zum Reden zu haben. Seit ich das Panoptikon leite, behandeln mich meine Kollegen irgendwie anders. Als wäre ich verrückt, weil ich mit gewandelten Objekten arbeite. Sie verstehen gewandelte Objekte einfach nicht so wie ich. Ich will nicht angeben. Das ist auch schon irgendwie etwas, was er schon mal erzählt hat, ne? Ich will nicht angeben. Genau. So, so. Und dann war das hier unten. War... Sie hören mir doch zu, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich da hinten. Trotzdem, warum muss man denn da so persönlich werden? Da. Schirm spielen. Massenkontrolle oder letzte Frist? Massenkontrolle? Ziel von Maskenkontrolle ist zu überleben. Viel Glück. Okay. Bin etwas verwirrt. Und wie lange überlebt man dann? Gibt es so verschiedene Wellen? Ah, da oben. Ach man, ich bin momentan echt gut im Treffen. Verbündeten mit erwischt. Oh, hinter mir. Ah, komm. Nein. Okay, der Balken hat sich etwas gefüllt mittlerweile. Sehe ich.
weiß nur nicht, wann sich der Balken dann immer füllt. Ah, jetzt wieder ein bisschen. Das war eine schöne Explosion. Ah, hier sind die nächsten. Na komm. So, da hinten habe ich... Oh! So ein netten Kerl. Aua. Ah, da ist nochmal so einer. Kommen die wieder? Bin ich froh, dass ich das Schleudern hab, ne? Hilfe. Gut. Gut, dass es hier auch so viel Heilung gibt, ne? Ich hab beruhigt. Ist hier einer? Hallo? Irgendwo muss ja hier noch einer sein. Aber wo? Das kann doch nicht mit den Fliegenden zu tun haben. Dass ich die jetzt kontrolliere. Ach, da ist einer. Ich habe meinen mit erwischt. So. Ah, mit Heilungsdings. So, wo ist das Heilungsdings? Da ist das Heilungsdings. Ach, wo ist das denn jetzt hin? F. Thank you.
Okay. Ihr merkt, ich bin sehr ruhig. Einfach, weil ich mich mega anstrenge. Also konzentriere, sagen wir es mal so. Auf einmal ab. Ach Mann. So, die nächsten bitte. Sind die jetzt gespawnt? Ich hab's nicht gesehen. Oh! Keine Ahnung, wie ich den anderen da besiegt habe. Nein, ah, Hilfe! Ah! Auch praktisch. Dass hier halt so viel an Dings ist, ne? Gut. Da hinten ist sie schon. Nein, aua. Für mich. Ich komme ja einfach nicht runter, ne? So, jetzt. Wo sind die anderen? Da. Aua. Nächsten dürfen. Schon wieder so ein Ding. Dahin. Au! Aua! Wo ist dieses Teil hin? Habe ich den bei mir?
der jetzt wieder? Ach, da unten. Ist er jetzt. Ist das die letzte Welle oder nicht? Ich muss sagen, es ist schon mega praktisch, dass ich da. Dass ich andere Leute da. Aua! Oh fu. Oh fu. Ah, Mist. Okay, ist immer noch nicht die letzte Welle. Ah, Scheiße. Sind da noch mal welche? Ich wollte doch gerade sagen, die existieren doch noch. So, der ist hier. Nee, da oben will man festhängen irgendwie. Erledigt. Oh! Dreh durch. Ich drehe durch. So. Wo sind die nächsten? Gegner? Da. Ah! Ach, oben wieder. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich möchte nicht jetzt so kurz vor Ende sterben. Aber das wäre ätzend. Nein! Es hat nicht viel gefehlt, weil ich den oben über mir zu spät bemerkt habe. Oh Mann. Ah, ja. Natürlich, ich hätte ja auch mein Schild benutzen können, ne? Das vergesse ich auch immer wieder. Ah ja, Deckung gehen ist ja auch so eine Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also gar nicht, ob wir das jetzt irgendwie schaffen müssen oder nicht. Das andere würde ich halt auch gerne mal ausprobieren, den anderen Modus. Weil mich würde es nicht wundern, wenn der sich, weil das ist Schirm 2... sich irgendwie aktiviert, wenn ich da irgendwie. Ich weiß nicht, ob alles geschafft oder. Weiß nicht. Also bei dem anderen ist das ärgerlich. Töte genug Gegner, bevor die Zeit abläuft. Jeder Kill verschafft dir.
Das wird etwas sein, was... Ah, mein Bein ist eingeschlafen. Das macht gerade richtig schwierig. Ich wusste gar nicht, dass der auch so Sachen schleudert auf mich. Oh, den hätte ich ja übernehmen können. Cool. War klar. Mission fehlgeschlagen. Letzte Frist. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man da kriegen muss, damit das funktioniert. Aber es ist interessant. Es ist sehr interessant. Jetzt würde ich mich mal jetzt würde ich mal gerne wissen wollen, sagen wir es mal lieber so, ob damit jetzt diese Mission quasi erledigt ist. Nee. Schließe einen der Arcade-Spiele Modi erfolgreich ab. Toll. Wenn ich dann bedenke, dass das eine so knapp war, so extrem knapp. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ich dann nochmal... Ich glaube hier, ne? Ja, Operations Center. So, hier gibt es einen Kopierer. Irgendwo. Hm. Oh. Irgendwo ist wieder so eine Heilkugel unterwegs, wahrscheinlich oben, so wie es aussah. Ist das so ein Teil? Oha. Oh, ich hab's gerade gehört. Oh, da. Upsi. Ist es entweder hier oben oder unten? Ich weiß es nicht genau. Das Teil ist da. Ah! Das kann ich auch jetzt. So, Ruhe ist eingekehrt. Das ist ja geil. Okay, Kopierer. Geht das auch schneller? So. Versorgungskorridor, verlassene Büros und Aussichtsplattform. Okay. So, in die Richtung war es ja dieser Schnellreisedings, ne? Oh, mir fällt gerade auf, die Zeit ist auch schon wieder längst vorbei. Das ist Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mit so viel noch irgendwie zeitlich zu tun hätte. Da, verlassene Büros. Da gehe ich jetzt hin. Ich werde aber einen Schnitt setzen, sodass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Bis dann, tschüss, eure Tai.